B2.2. Begründen Sie, weshalb Winkel EDC gleich 135 Grad und AE gleich ED gilt. Berechnen Sie dann die Länge der Strecke ED. So, also, fangen wir an mit den Winkeln. Der Winkel EDC, der liegt hier oben. Warum ist der 135 Grad? Im Prinzip recht einfach, weil erstens, hier liegt ein rechter Winkel drin, laut Angabe aus 2.1 bzw. 2.0. Und der Winkel hier, der EDA, ist genau der gleiche oder hat genau das gleiche Maß wie unten der BAD. Warum? ED ist parallel zu AB, damit sind es Wechselwinkel zueinander und Wechselwinkel an parallelen Geraden sind gleich groß. Damit haben wir 45 plus 90 Grad sind eben die 135 Grad. So, begründen Sie, also schreiben wir es noch schnell auf. Machen wir so. Der ADC haben wir. Winkel ADC ist gleich 90 Grad. Dann Winkel EDA ist gleich Winkel BAD ist gleich 45 Grad. Kann man dahinter schreiben Z-Winkel. So, also was braucht man? EDC, Winkel, kein schönes Winkelzeichen. So, Winkel EDC ist gleich 90 Grad plus 45 Grad sind 135 Grad. So, Schritt 1 erledigt. So, zweite Frage war, warum ist die Strecke AE gleich der Strecke ED? Ja, auch recht simpel, wenn hier unten 45 Grad liegen und der ganze Winkel hier 90 Grad Winkel ist, laut 2.0, bleiben für den zweiten Teil des Winkels natürlich auch 45 Grad übrig. So, damit haben wir hier unten, links unten 45 Grad, rechts oben haben wir 45 Grad. Das ist also ein gleichschenkliges Dreieck, damit ist AE gleich groß wie ED. So, wie können wir das nur aufschreiben? Dreieck ADE ist gleichschenklich. Da, welche Winkel hat man nochmal? EDA, Winkel EDA gleich Winkel DAE gleich 45 Grad. Daraus folgt AE ist gleich ED. Ja, genau. Passt schon. Nächster Schritt. Berechnen Sie so dann die Länge der Strecke ED. Also hier die obere, die da. So, wieder die typische Überlegung. In welchem Dreieck liegt die Strecke ED? Da haben wir das Dreieck ADE. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Hier oben ist ein rechter Winkel. Können wir auch leicht begründen, weil der BAE-Winkel ist ein rechter Winkel. Da ED parallel zu AB liegt, muss oben also auch ein rechter Winkel sein. Damit haben wir ein rechtwinkliges Dreieck. Im rechtwinkligen Dreieck funktionieren die vier Sätze Sinus, Tangens, Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Können wir uns einen aussuchen. Was können wir noch? Die Strecke AD ist bekannt mit 11 cm. Das ist die Hypotenuse in dem Dreieck. Wenn man jetzt hier oben den 45-Grad-Winkel nimmt, dann haben wir einen Winkel, haben wir die Hypotenuse und die Ankathete ist gesucht. Das wäre also zum Beispiel der Sinus, den wir ansetzen können. Also die Strecke ED. Sinus von Winkel, wie hieß er nochmal, EDA, ist gleich Ankathete durch Hypotenuse. Die Ankathete war unsere Strecke ED und die Hypotenuse war unsere Strecke AD. So, setz mal ein. Sinus von, halt idealen kennen wir ja, mit 45 Grad. Ist gleich, der ED ist gesucht und der AD waren die 11 Längeneinheiten.
Dann einen Solver eingeben oder umformen. Ich muss die 11 unten im Nenner wegbringen mit mal 11, dann folgt daraus ED ist gleich 11 mal Sinus 45 und das sind die 7,78 cm, die auch oben in der Aufgabe stehen. Ja, und damit hätten wir jetzt alle Aufgaben erledigt, die hier gestellt waren.